Er gilt als eines der ersten karnevalistischen Highlights des Jahres, ist legendär und sagenumwoben und man sieht dort Menschen in einer Kleidung, die man sonst nur im Bett trägt. Die Rede ist vom Nachthemdenball, der am Samstagabend im Gasthof Wilde Taube gefeiert wurde. Die Party vor dem Zubettgehen, aber schon mit Schlafanzug, wurde vom Hohenleubener Karnevalverein 83 ausgerichtet, der in diesem Jahr schon in seine 30. Saison geht. Da wollte man dem närrischen Volk natürlich was bieten und so war die Bude auch richtig voll. Auch zwischen den Tanzrunden sollte keine Langeweile aufkommen. Ausgewählte Gruppen des gastgebenden Vereins sorgten für beste Unterhaltung. So brachten etwa die Jumpstylers aus Weida den Saal zum Brodeln. Wer den Nachthemdenball in Wilde Taube verpasst hat, braucht nicht traurig zu sein, denn mit dem HCV 83 erwarten die Narren noch viele weitere Veranstaltungen in dieser fünften Jahreszeit.